meistens schnell über die Flügel, diesmal über links. Und da ist jetzt das passiert, was zu befürchten war. 27. Minute, 1:0 für Videoton durch Akos Elek. Hat sich irgendwie abgezeichnet in den letzten Minuten als über links und über rechts auf den Flügeln zu viel Platz war für die Ungarn. Noch einmal. Stand fest. Geht hier nicht richtig hin und dann kommt der und es ist das eingetreten, wovor man sich gefürchtet hat. Allerdings jetzt die Chance auf den Ausgleich und da ist er! Im Gegenstoß Andreas Hölzl. Hat lange Zeit danach ausgesehen, als wäre das ein Abseits gewesen. Ich glaube, dass auch einige Grazer Spieler geglaubt haben, dass hier eine Abseitsstellung vorlag. Egal, Thomas Hölzl knallt den Ball da unter die Latte. 1:1, nur eine Minute nach dem Führungstreffer. Spieler von Videopton beschweren sich hier. Schauen wir mal, Einwurf. Patrick Wolf mit der Weitergabe. Dann kam der Ball von einem Ungarn, deswegen geht das Spiel natürlich weiter und der Linienassistent, Schiedsrichterassistent auf der Seite, hatte aber hier eine Abseitsstellung angezeigt. Zu Unrecht, denn der Ball kam natürlich von einem Ungarn, hier den Aufstieg zu schaffen. Also dieses Auswärtstor gibt den, wollte ich sagen, gibt Ruhe, alles andere tut es das aber. 2:1 für Videoton. 32. Minute, es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Djörgi Sándor, Sándor Djörgi mit der Führung, der neuerlichen Führung. Frage ist nur, ob da ein Handspiel dabei war, wie er sich den Ball mitgenommen hat, werden wir gleich sehen. Ja, sollte man sich näher anschauen. Das war die erweiterte Schulter, sage ich mal. Und ich glaube fast, nein, man dürfte, gut, kann man nicht sagen, erweiterte Schulter. Vielleicht sieht man es in dieser Einstellung. Na, dürfte wohl die Schulter gewesen sein. Und da ist der Ball im Tor, Ausgleich, 2:2. Ferdinand Feldhofer. Ja, gibt's denn das? 39. Minute und alles ist wieder auf Seiten der Grazer. Feldhofer zum ersten und dann schlechte Abwehr von Torhüter Thomas Stuviel. Und dann knallt ihn Ferdinand Feldhofer unter die Latte, 2:2. Im knappen Kader, was Verteidiger betrifft, eine schlechte Sache. Und da ist jetzt das passiert, was ich befürchtet habe. 3:2 für Videoton.